Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within. Ja, ein bisschen grau geworden bist du, mein Freund. So, wir sind ja diesen scheiß Fischen hier entkommen. Diese Fische, die uns fressen wollten. Und jetzt müssen wir weiterlaufen. Wo auch immer uns die Reise hinführt. Und vielleicht finden wir noch ein bisschen Moon drin. Natürlich nicht. Müssen wir da runter? Ich glaube, wir müssen da runter. Oder kommen wir da unten weg? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Da liegt doch Munition. Nimm das doch. Lauf da doch nicht dran vorbei. Ich glaube, hier unten waren wir nicht. Laufen wir durch die Straßen von Crimson City. Ja, genau. Oh, oh. Das heißt doch, dass der Typ irgendwo bei uns ist. Nein. Kommt es zum finalen Endkampf hier? Ja, ja. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, steht der scheiß Spacken gleich vor uns. Okay. Da ist dich. Hey! Hey, hey, du da! Willst du jetzt? Oh mein Gott. Wo ist er? Wo ist er hin? Oh Gott, die Hände voll. Wo kommen die alle? Die brauchen wir. Ist tatsächlich der finale Endkampf. Verpisst euch ihr. Er kriegt auf jeden Fall Damage. Er brenne. Das war's? Nee, oder? Das war er ja nicht. Das kann er nicht gewesen sein. Eine billige Kopie. Ja, genau. Eine billige, billige, billige Kopie. So. Scharfschützen-Moon. Eine sehr billige Kopie. Was war das? Ah. Ja, du hast jetzt auch schwerer vorgestellt, ne? Oh, hier ist es sehr ruhig. Und hier liegen Spritzen und Werkzeug. Können wir noch aufnehmen? Okay. Wo? Oh mein Gott. Aha. Das kann doch nicht wahr sein. Nein! Ich zweifle an mir selbst. Ist das dreckig hier? War's doch schon die ganze Zeit. Ist das sein Werk? Mit Sicherheit. Oh, Junge. Detective? Ja? Bist du okay? Sie wissen schon, dass mich niemand ersetzen könnte? Niemals, junge Dame. Niemals! Wer wird denn hier vermisst? Den haben wir doch gerade gesehen. Den Bullen. Vermisst! Arnold Brown, Polizeiinspektor aus Crimson City, behauptet vor seinem Verschwinden wichtige Beweise in einem ungelösten Fall in der Hand zu haben. Okay. Zeitung. Lassen wir mal da. Den nehmen wir mit, aber lesen wir nicht. Wir wollen den Boss jetzt endlich besiegen. Haben wir Schlüssel? Dann schauen wir mal fix. Das weiß ich gerade gar nicht. Und falls nicht, können wir ja noch die Sachen mitnehmen, die Schlüssel. Nein. Wir haben hier doch noch. Das können wir mitnehmen. Und der Rest ist schon geplündert. Aha. Aber wir müssen uns noch mal ein bisschen unters Messer legen oder unter die Stromhaube mit 28.000. Ja, da geht schon einiges. Ja.
Schauen wir mal. Waffen. Wir haben den ja auch noch. Der macht, glaube ich, unheimlich viel Damage. Man sieht, die nächste Stufe kostet schon 8000. Aber wir finden dafür auch ja keine Munition. So, 20.000 für 200% dafür. Okay. Wir müssen auf jeden Fall Damage. Damage, Damage. Das mache ich einfach mal. Weil wir davon die meiste Munition haben. Abgeschlossen. Kritisch geht da nicht. Pumpgun. Ah, kostet 16.000. Kritisch können wir noch machen. Mache ich einfach mal. Und Reserven. Magnum Munition. Nee, nein. Kaliber 45 Munition. Kostet 10.000. Okay. Schrotflinte ist auch zu teuer. Scharfschütze können wir noch. Können wir auch nochmal. So. Da haben wir einen Rest von 50. So gut wie alles aufgebraucht, was wir wollen. Und dann wollen wir nochmal eine Runde speichern. So, öffnen hier. Ich glaube, wir sind dem Ende nahe. So. Speichern. Ja. Annehmen. Und weg. Hoffentlich kommt jetzt gleich der finale Endkampf. Ich bin schon so heiß darauf. Halten. Ach so, okay. Delete Kontrollpunkt. So. Ach, guck mal, was haben wir denn da hinten? Streichhölzer. Die brechen da doch bestimmt gleich auf. Du lässt sie jetzt frei, ne? Habe ich recht? Nö. So. Hallo? Wer bist denn du? Du lebst doch noch. Wusste ich's doch. Der hat auch eine Knarre in der Hand gehalten. Da haben wir noch ein paar Granaten. Ja, genau. Wolltest du mich mal fix treten? Ich weiß schon. Ja, komm her. So, du bist auch in Brand gesteckt. So. Hinter mir ist alles frei. Aber das Auge ist noch groß. Hey. Rennt er hier brennend weiter. Ich möchte gerne rein. Geh wieder auf. Geh auf. Ein bisschen sekret. Geh doch auf. Die Leiter können wir nicht hoch. Doch, können wir wohl. Können wir wohl. Hallo, ihr da oben. Hallo, du. Ja, toll. Muss ich wieder runter. Da muss ich wohl wieder runter. Oh. Komm hierher. Was ist hier für ein Problem? So. Darf ich jetzt da rein? Darf ich nicht. Hat er mich getroffen? Nee. Hat sich wahrscheinlich selbst getroffen. So, ich glaube, wir müssen alle besiegen, die da rauskommen. Das scheint mir zumindest so. Ja, du mich auch, Kollege. So.
Wir müssen da anscheinend wieder hin. Das haben wir voll. Ach, so langsam leert sich der Käfig auch da oben. Explodier! Weg, 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 weg. Danke. Oh, da wird geworfen. Aber von wo? Von da oben? Tatsächlich. Tatsächlich. Oh. Hat er da viele Granaten rumliegen gehabt? Entschuldigung. Oh, Mensch. Okay. Ich glaube, die beste Lösung ist einfach. Ach so, ja, wir müssen wieder durchkrabbeln. Ich glaube, die beste Lösung ist einfach, da eine Granate reinzuwerfen. Wir müssen erstmal den Käfig da oben leer bekommen. So, was hast du denn vor, mein Freund? Du wirst wahrscheinlich unser Endboss sein. So, die Kisten hier nochmal kaputt schlagen. Sekrete aufsammeln. Da haben wir noch mehr Sekret. Und das Pumpgun-Munition. Noch Loddeln. Oh ja, schieß ruhig. Verbrennen. Geht nicht. Siehst du, der steht wieder auf und ich konnte ihn nicht verbrennen. Mal ganz kurz eine Spritze reinjagen. Lauf, 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 lauf. Oh nein. So. Das war's fürs Erste. Da haben wir jetzt keine Munition mehr, aber wir haben eine schöne Handgranate. Die feuer ich da mal rein. So. Was lag hier noch? Oh nein. Warte, mein Freund, ich muss kurz die Waffe wechseln. Das war's. Oh. So. Wo ist er hin? Er ist runtergekommen. Weg, 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 weg. So. Jetzt möchte ich da aber gerne rein. Da oben steht aber noch einer. Hä? Ah, der kommt jetzt wahrscheinlich. Ja, genau. Genau. Na komm. Wo bist du? Habe ich ihn getroffen? Hatte ich ihn jetzt gerade getroffen? Das sah mir aber nicht danach aus. Okay, dann können wir hier mal hoch. Dumpti-dumpti-dump. Hier haben sie sich alle aufgehalten, die scheiß Mistviecher. Kontrollpunkt. Dann darf es jetzt weitergehen. Hier ist nichts weiter. Okay. Da können wir nochmal rein. Nee, ist zu. Oh, ist abgeschlossen.
andere Seite ist aber auf. Hahaha. Die Spritzi. Die Tür aufschließen brauchen wir jetzt ja nicht. Das können wir uns jetzt ersparen. Ein bisschen Werkzeug. Diese Scharfschützenmunition immer. Aber die macht halt ordentlich Bums, aber halt auf der Distanz. So. Jetzt muss ja irgendwas passieren. Da ist eine Handkurbel. Die betätigen wir einfach mal. Ich weiß gerade nicht, was passiert. Okay. Oh, die mit ihren Uzzis, ne? Hammerhart, ey. Boah, was bist du denn für einer? Boah. Du fettes Ungetüm. Die beiden mit den Uzzis fehlen mir noch. Na, wo seid ihr? Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Also gegen den Kopf geht gar nicht. Nee, hau ab. Der ist erledigt. Eine Spritze reinpfeifen. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Da liegt noch Munition dazwischen. Für unsere Pumpgun. Der stand hier doch oben drauf, oder nicht? So. Munition ist echt dürftig hier. Ach Mensch. Wir brauchen Moon. Wie sollen wir das dann gegen den Endboss schaffen? Das mal gerade benutzen. Kontrollpunkt. Naja Leute, an dieser Stelle will ich die Aufnahme mal beenden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir auf jeden Fall. Warte mal, bevor ich das beende. Nee. Okay, jetzt müssen wir weiterspielen. Jetzt geht's abwärts. Oh mein Gott. Hat er getroffen? Wir haben doch eine Scharfschützenknarre. Oh mein Gott, schneller. Oh nein. Ja. Schneller. Oh nein, jetzt werden wir auch noch getroffen. Unfassbar. Oh, Junge. Krass. Das war wirklich krass. Wir müssen viel, viel eher auf unsere Scharfschützenknarre zurückgreifen. Aber ist ja kein Problem. Wir haben ja einen Kontrollpunkt da vorne. Ja. Und ich würde sagen, jetzt beende ich die Aufnahme. Genau jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.